Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jung und Patriotisch hier aus Straßburg. Bevor wir starten, möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Zuseher zu Hause aussprechen, denn die erste Folge hat enormen Zuspruch auch bekommen. Ja, auch meinerseits vielen Dank für dieses enorme Interesse. Wir haben ja angekündigt, auch in Zukunft über unsere Arbeit im EU-Parlament sprechen zu wollen. Und wir haben jetzt mit den Fachausschüssen begonnen und wir würden heute insbesondere gerne mal über die fachlichen Themen sprechen, die wir angehen. Ich bin selber im Haushaltsausschuss, darüber werde ich später noch sprechen, aber beginnen möchten wir mit der Asyl- und Migrationspolitik. Petra, was war bei dir im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Inneres und Justiz schon los? Ja, also das war gleich zu Beginn der Beweis, dass in diesem Ausschuss, dass die Europäische Union überhaupt kein Interesse hat an einem restriktiven Asylkurs. Wir hatten zu Gast dort die Chefin der EU-Asylagentur, an die wir auch Fragen richten konnten. Und genau das habe ich auch getan im Zusammenhang mit dem Asylbericht 2023, der auch ein katastrophales Gesamtergebnis für die Europäische Union gezeigt hat. Auch in diesem Jahr wurden wir regelrecht überrannt mit über 1 Million illegalen Migranten. Und ich habe sie gefragt, ob sie tatsächlich glaubt, dass dieser Asyl- und Migrationspakt jetzt für die notwendige Trendwende auch sorgen wird. Ich habe sie einige Fragen auch zu diesen Zahlen gefragt. Und im Wesentlichen ist sie mir nur ausgewichen, hat irgendetwas von Menschenrechten gesprochen und ist auf keine einzige Frage eingegangen. Aber wir können auch da kurz hineinschauen. Und ich bin davon überzeugt, dass einer der großen Vorteile des Pakts darin besteht, dass unsere Systeme in Zukunft interoperabel sein werden. Denn dann haben wir klare Zahlen, klare Angaben über diese Erscheinung. Das ist wirklich ein großer Vorteil dieses Paktes. Daran sieht man, es geht bei diesem Asyl- und Migrationspakt nicht um das Verhindern von illegaler Migration, sondern es geht im Wesentlichen nur um das Verteilen und von Verwalten. Es ist noch immer keine Rede von einem effektiven Außengrenzschutz. Noch immer kommen unkontrolliert Millionen illegale Migranten zu uns und daran wird sich auch mit diesem Asyl- und Migrationspakt leider überhaupt nichts ändern. Und wir haben genau gesehen in diesem Ausschuss, dass es auch nicht das Ziel der Europäischen Union ist. Jan, wir haben ja in diesem Zusammenhang auch diesen schrecklichen Terrorakt in Solingen jetzt im Plenum thematisiert. Und da stellen wir eben genau fest, was passiert, wenn wir eben eine Asylpolitik fahren, wie wir sie aktuell machen. Wir stellen fest, es gibt immer mehr Messerattacken. Wir stellen fest, sie werden von Leuten begangen wie in Solingen, von Personen, die eigentlich gar nicht mehr hier sein dürften, die bereits hätten abgeschoben werden sollen. Und es ist wirklich eine Farce, dass insbesondere Innenministerin Faeser sich nun hinstellt und sagt, Messerattacken wären nicht an der Tagesordnung. Die Leute in Deutschland bekommen das Gefühl, dass diese Terroranschläge, dass diese Messerattacken, diese Morde Alltag geworden sind, dass sie unser Land verändert hat. Das sind sie nicht. Sie sind zum Glück nicht Alltag geworden. Und die Statistiken widerlegen sie. Es finden aktuell 38 Messerattacken pro Tag statt. Und das ist eben eine Entwicklung, die es vor dieser Massenmigration nicht gegeben hat. Ja, und anhand von Deutschland, aber auch anhand der Europäischen Union sieht man, dass eben auch überhaupt kein Wille besteht, irgendwas an diesem Zustand auch zu ändern, weil es vor kurzem ist ja auch ein Skandal öffentlich geworden, nämlich dass die Europäische Union ein Projekt einer deutschen NGO gefördert hat namens Handbook Germany, wo insgesamt 9 Millionen Euro an EU-Fördermittel hineingeflossen sind. Und in diesem Handbook Germany geht es vor allem darum, wie man illegalen Migranten beibringen kann, wie sie sich möglichst effektiv einer Abschiebung nach einem negativen Asylbescheid auch entziehen können. Also man sieht, die Prioritäten der Europäischen Union sind vollkommen anders. Sie wollen gar nicht für Sicherheit sorgen, obwohl es eigentlich zentrale und wichtigste Aufgabe wäre, endlich für die Sicherheit der Bürger in der Europäischen Union auch zu sorgen. Aber man sieht auch anhand von anderen Ländern in Europa, es geht auch anders. Gerade die Niederlande beweisen gerade mit einer rechten Regierung, und da sieht man, was passiert, wenn patriotische Regierungen auch an die Macht kommen, also Parteien, dass sie jetzt einen extrem restriktiven Asylkurs fahren. Sie wollen aus diesem Asylsystem der Europäischen Union de facto raus. Opting out nennt man das. Sie wollen diesen restriktiven Asylkurs und sie wollen auch zum Beispiel den Zuzug in das Sozialsystem komplett streichen. Und das ist aber nicht nur Niederlande, sondern Ungarn hat schon angekündigt, sie wollen da auch gleich nachziehen. Aber auch Ungarn hat in der Vergangenheit bewiesen, dass ein restriktiver Asylkurs auch gegen den Gegenwind der Europäischen Union auch möglich ist. Ja, und es sind halt einzelne Länder, die nun Vorreiter sind. Und wir bräuchten eigentlich auch ein grundsätzliches Umdenken innerhalb der EU in diesen Fällen. Das ist aber leider in weiter Ferne gerückt und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Wir müssen bedenken, wir haben mit Frau von der Leyen immer noch eine Kommissionspräsidentin, die
die Ziehtochter von Angela Merkel ist, von der wir schaffen das Merkel. Und mit dieser Frau wird es das ganz mit Sicherheit in keiner Stelle eine Möglichkeit geben, diesen Migrationskurs zu ändern. Und der neue Migrationskommissar kommt jetzt auch aus Österreich. Ja, dazu kann ich nur sagen, leider Gottes eine absolute Katastrophe. Magnus Brunner, abgesehen davon, dass er überhaupt keine fachliche Kompetenz in Sachen Sicherheit und Migration und Asyl hat, weil er war ja die vergangenen 5 Jahre Finanzminister. Aber da sieht man wieder, es geht auch in der Europäischen Union um Postenschacherei und nicht darum, dass irgendwer in eine EU-Kommissionsposten kommt, der sich irgendwo auskennt. Nein, es ist der Beweis auch, dass, und das hat man auch in den letzten 5 Jahren in Österreich gesehen, Österreich hat eine der höchsten Belastungen in der Europäischen Union. Wir wurden regelrecht überrannt mit illegalen Migranten. Da sieht man, dass weder die Europäische Union ein Interesse hat, etwas an diesem Asylpolitik zu verändern, noch dass die österreichische Volkspartei irgendein Interesse hat. Nein, wie in den vergangenen Jahren auch, wird sie in die Europäische Union fahren und dort die Befehle abholen. Und sie werden genau gar nichts an dem bisherigen Kurs ändern. Und es ist auch kein Wunder, dass es keine restriktive Asylpolitik gibt und auch keinen Grenzschutz, denn es gibt dafür eben kaum Geld. Und schauen wir uns einmal kurz die Haushaltszahlen dafür an. Im Haushaltsjahr 2025 sollen für den Grenzschutz gerade mal 1,9 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Und vielleicht stellen wir mal eine kurze Relation dazu her für das Programm Erasmus Plus, was insbesondere so schöne Ausgabenpositionen wie Quererasmus hat, werden ganze 3,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Am Ende muss man sagen, mit solch niedrigen Mitteln werden wir es auch nicht schaffen, eine ordentliche Asylpolitik hinzubekommen, die unsere Länder und die Europäische Union schützen werden. Ja, das sieht man auch anhand dieser Beispiele. Geld hat die Europäische Union mehr als genug, aber sie setzt offensichtlich die völlig falschen Prioritäten. Aber vielleicht kannst du noch ein paar Einblicke geben über das EU-Budget und wofür da die Mittel eingesetzt werden. Ja, sehr gerne. Wir haben in dieser Woche hätten wir eigentlich eine Debatte zum Haushaltsentwurf gehabt. Das ist leider gecancelt worden, was ich sehr bedauerlich finde, weil es sehr wichtig gewesen wäre. Aber wir stellen fest, dass die Kostenverteilung völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben jedes Jahr einen enormen Aufwuchs an Zahlungsmitteln, was in dieser Weise auch überhaupt nicht mehr vertretbar ist. Wir haben sehr, sehr negative Entwicklungen. Wir hatten zum Beispiel eine angeblich einmalige Schuldenaufnahme der EU durch den Next Generation EU-Fonds in Höhe von bis zu 750 Milliarden Euro. Wir haben damals schon die These gestellt, dass wir damit die Büchse der Pandora geöffnet haben und dass es jetzt eigentlich ständig zu diesem Tabubruch kommen wird, dass wir weitere Schulden seitens der EU aufnehmen werden. Ja, da kann ich nur vollkommen recht geben. Das war nicht nur ein absoluter Tabubruch, sondern ein gewaltig historischer Fehler, dass das damals passiert ist. Man muss sich das vorstellen, die Mitgliedstaaten zahlen und haften jetzt dank dieses EU Generations, Next Generation Fonds für die Schulden anderer Staaten. Das ist klar EU-rechtswidrig. No Bailout, keine Haftung für Schulden anderer Staaten. Da wird bewusst auch europäisches Recht gebrochen. Und ja, die Büchse der Pandora ist geöffnet worden, weil alle paar Monate kommt die Europäische Union jetzt wieder daher mit irgendwelchen kreativen Ideen, warum es wieder notwendig sein soll, irgendwelche neuen Schuldentöpfe ins Leben zu rufen. Das letzte Beispiel war dieser Draghi-Bericht, wo der ehemalige EZB-Präsident offensichtlich beauftragt wurde, nämlich dass das rauskommt, was die Europäische Kommission will, eben neue Schuldentöpfe, um in diesem Fall der Wirtschaft zu helfen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Ausreden daher, warum es wieder notwendig sein soll, neue Schulden aufzunehmen. Aber das haben wir auch in der letzten Rede von Draghi im EU-Parlament hier in Straßburg gehört. Aber schauen wir kurz hinein. Der Bericht fordert, dass es europäische Ausgaben für Innovation in viel stärkerem Maße gibt und dass man sich hier auf gemeinsame Prioritäten konzentriert und dass man hier disruptive Innovation als sich darauf konzentriert. Das heißt, die Finanzierung muss intensiviert werden. Das, was Draghi hier so verklausuliert zum Ausdruck bringt, bedeutet nichts anderes, dass die Europäische Union weitere Schulden aufnehmen möchte. Immer mehr Schulden, das kann die Europäische Union machen. Diesmal ist es halt nicht mehr eine einmalige Schuldenaufnahme, wie sie noch behauptet haben beim Corona-Wiederaufbaufonds, sondern diesmal sollen jährlich rund 800 Milliarden Euro an Schulden aufgenommen werden, um sie in die Wirtschaft hineinzupumpen. Was er auch nicht sagt, ist, warum ist die Wirtschaft in Europa in einem so desolaten Zustand? Wegen Überregulierungen, wegen Klimavorschriften. Der sogenannte Green Deal
ist das Projekt zur Deindustrialisierung Europas. Wir stellen fest, wir haben gerade in Deutschland und ich glaube auch in Österreich enorme Energiekosten, die dazu führen, dass die Industrie in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig ist, dass sie abwandert. Und wenn die Industrie einmal abgewandert ist, stellen wir fest, bleibt sie abgewandert. Und das ist, glaube ich, das größte Risiko, was wir insbesondere für die Industrie in Deutschland haben. Und das Problem fußt genau hier in der EU. Und das Erschreckende ist, dass es eigentlich zentrale und wichtigste Aufgabe der Europäischen Union wäre, auch für Wohlstand zu sorgen. Und wir erleben mit der Politik der Europäischen Union in Wahrheit genau das Gegenteil. Wir erleben, dass die Wirtschaft und die Industrie immer mehr gequält wird mit Überbürokratisierung, mit Überregulierung, mit diesem Klimawahn, von dem du gesprochen hast. Und wie von der Leyen auch in ihrer Antrittsrede angekündigt hat, wollen sie daran auch genau gar nichts ändern. Sie wollen so weitermachen wie bisher. Und jetzt haben sie diesen Draghi-Bericht auch präsentiert. Und in Wahrheit hat er nur das geliefert, was beauftragt wurde. Die Europäische Kommission war auch Auftraggeber. Das Ziel ist es, mehr Schulden, mehr Haftungen für Mitgliedstaaten und mehr eigentlich Wirtschaftsquälerei im Namen eines irrationalen Klimafanatismus. Ja, man braucht sich an dieser Stelle auch nur mal die Karriere von Herrn Draghi anzusehen. Wir stellen fest, er war erst internationaler Banker, dann war er Präsident der Europäischen Zentralbank. Er war derjenige, der verantwortlich war für diesen Ausdruck, whatever it takes. Das heißt, wir machen alles, um diesen Euro zu retten, egal wie schlecht es für die Volkswirtschaften der einzelnen Länder ist. Ihm waren die einzelnen Länder, die Nationalstaaten schon immer egal. Ihm ging es immer um das Projekt EU, egal mit wie vielen Lasten das für seine Bürger verbunden ist. Ja, und da wird auch im wahrsten Sinne des Wortes der Bock zum Gärtner gemacht, weil er ist im Wesentlichen verantwortlich für diese katastrophale Geldpolitik. Er hat die Wirtschaft, die Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit richtig gegen die Wand gefahren in den vergangenen Jahren. Also er trägt die Verantwortung und jetzt soll er die Lösung präsentieren. Das funktioniert so überhaupt nicht. Aber insgesamt schließt sich da auch wieder der Kreis auch zum Asyl. Da wird ja auch zu Lasten weniger Mitgliedstaaten verteilt, anstatt dass man die Probleme wirklich an den Wurzeln packt. Unsere Aufgabe wird es sein, auch in Zukunft genau diese Probleme anzusprechen. Wir sind im Plenum ansprechen, wir werden Lösungsvorschläge präsentieren und wir werden auch euch, die Bürger, darüber informieren. Und insofern freue ich mich auf ein Wiedersehen im Oktober. Genau, bei der nächsten Sendung von Jung und Patriotisch.